Heute soll es hier im Podcast um eine Virusgruppe gehen, von der der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon mal etwas gehört hat. Es soll um die humanen Papillomaviren gehen, kurz HPV. Diese Viren rufen im Menschen nicht das hervor, was wir gemeinhin unter einer Virusinfektion verstehen, nämlich Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sondern unter anderem Krebs. Es gibt, das muss man sagen, zahlreiche verschiedene humane Papillomaviren. Einige verursachen nur Warzen oder andere kleine Hautveränderungen, aber ein paar von ihnen eben auch verschiedene Krebsarten, vor allem im Genital- und Mundrachenbereich. Seit 2006 gibt es in Deutschland eine Impfung gegen diese Viren. Trotzdem steigt die Krebszahl, gerade die im Mund- und Rachenbereich. Warum ist das so? Und was muss man eigentlich über HPV wissen, um sich davor zu schützen? Dies und andere Fragen will ich heute im Podcast klären, und zwar mit Dr. Arne Böttcher. Er ist Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nase- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Herr Böttcher, willkommen hier im Podcast. Schön, dass Sie, ich muss ja sagen, wieder da sind. Ja, hallo Frau Schmidt, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe es eben schon so umrissen, aber erklären Sie uns doch nochmal, was sind humane Papillomaviren und was können sie beim Menschen auslösen? Humane Papillomaviren sind, wie der Name schon sagt, Viren, die Papillome hervorrufen können. Papillome sind so kleine Warzen, muss man sich das vorstellen. Und das sind ganz unterschiedliche Typen von Viren. Da gibt es über 200 verschiedene. Und man unterscheidet im Prinzip so Hochrisikostämme von weniger risikobehafteten Stämmen. Risiko in dem Sinne von ihrer Eigenschaft, dass sie Krebs auslösen können beim Menschen oder halt harmlose Warzen verursachen. Also wir haben High-Risk-Varianten und Low-Risk-Varianten. Mhm. Das ist eine ziemlich weite Bandbreite, finde ich. Krebs oder nur eine Warze. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ins Detail gehen, damit wir diese Virusgruppe ein bisschen kennenlernen. Werden die alle gleich übertragen und wenn sie dann in uns Menschen ausbrechen, haben sie dann an unterschiedlichen Körperstellen aber ähnliche Symptome oder wie können Sie das beschreiben? Also die humanen Papillomaviren werden durch Sexualkontakt übertragen und gelangen halt von dem einen zum anderen Menschen über kleine Läsionen in der Schleimhaut, setzen sich dann dort fest und führen dann dort zu Veränderungen in den Hautzellen. Und je nach Art und Weise der Veränderungen in den Zellen kommt es dann halt zum Wachstum von Warzen oder halt im schlimmsten Fall zu Krebs, also zu nicht mehr aufhaltbarem Wachstum und zerstörerischen Wachstumsverhalten. Mhm. Und das Ganze kann im Rachen, also im Mundrachen passieren oder halt auch anogenital. Mhm. Und die Übertragung ist dann einfach durch Küssen und sexuellen Kontakt? Richtig, so muss man sich das vorstellen. Also man braucht schon eine gewisse Viruslast und eine gewisse Schleimhautschädigung, damit es zu einer Übertragung kommt. Und was sind denn dann so die ersten Symptome, die ich merken kann? Also jetzt sind die sozusagen erstmal für mich als Laie ähnlich gleich, weil sich solche Erhebungen im Mund oder eben im Genitalbereich bilden, die alle wie Warzen aussehen. Oder kann man gleich auch ein bisschen merken, dass das jetzt gefährlicher oder weniger gefährlich? Wie werde ich darauf aufmerksam, dass ich damit vielleicht infiziert bin? Ja, das ist relativ schwierig. Man muss davon ausgehen, dass die meisten dieser Infektionen eher zu den Low-Risk-Varianten gehören, also dass sich einfach Warzen bilden. Die merkt man mitunter nicht sofort, weil die natürlich erst ganz klein sind und nur langsam größer werden. Und selbst als Laie zu unterscheiden, was jetzt da bösartig und gutartig ist, ist auch schwierig. Letzten Endes, wenn man Veränderungen am Körper hat, die erhaben sind und die immer größer werden, lohnt es sich immer, einen Fachmann oder eine Fachfrau aufzusuchen, um das mal genau beurteilen zu lassen. Mhm. Aber je nachdem, wo die Warzen entstehen oder das Geschwulst letzten Endes auch, muss man das halt dann abklären lassen. Und Sie sind jetzt ja HNO-Arzt und nicht Dermatologe, also Hautarzt. Welche Patienten mit dieser Erkrankung kommen denn dann zu Ihnen oder wann kommen die zu Ihnen? Waren die erst beim Hautarzt oder kommt man direkt auf die Idee, mit etwas im Mund zu Ihnen zu kommen? Ja, es ist unterschiedlich. Manchmal sind das Zufallsbefunde, zum Beispiel beim Zahnarzt, der dann sieht, oh Mensch, da hängt eine Warze an der Mandel oder am Gaumen.
Das sind dann meistens dann diese ja, kleinen gestielten Papillome, die gutartig sind. Aber es kann halt auch passieren, dass Patienten auf einmal eine Schwellung am Hals merken, die ja, ziemlich derb ist und langsam größer wird und auch nicht doll schmerzhaft ist. Und das ist dann zum Beispiel ein erstes Warnsignal dafür, dass da möglicherweise doch was Bösartiges, also Krebs, dahinter stecken könnte. Also die Symptomatik ist ganz mannigfaltig. Genau, das nicht schmerzhaft ist ein Hinweis darauf? Oder wir haben das gerade so schnell hintereinander gesagt. Was ist ein Hinweis darauf, dass es was Bösartiges sein könnte? Genau, also typischerweise ist bei diesen Krebsarten, die durch diese humanen Papillomaviren verursacht werden, nicht der eigentliche Krebs, also der Primärtumor, schmerzhaft oder bereitet irgendwelche Probleme, sondern das sind dann meistens schon die lymphatischen Absiedlungen, also dass man über dem Lymphweg Metastasen am Hals merkt und die werden langsam immer größer. Das ist bei vielen Patienten das erste Symptom und die sind typischerweise nicht schmerzhaft noch, also nicht druckdolent, sagen wir. Mhm. Ja, ich habe vorhin gesagt, herzlich willkommen wieder im Podcast. Wer den Podcast treu hört, der weiß, Sie waren schon mal bei mir zum Thema Schnarchen. Und in dem Zuge haben wir uns unterhalten und da haben Sie zu mir gesagt, Frau Schmidt, machen Sie mal unbedingt etwas zu HPV. Diese Entwicklung macht mir nämlich große, große Sorgen. Erzählen Sie mal, warum ist das so, dass Ihnen diese Viren und die Symptome und Ursachen große Sorgen machen? Ja, das ist richtig. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich die Chance habe, hier darüber zu sprechen und dass Sie diese Idee von mir aufgenommen haben, auch wirklich darüber mal zu sprechen und eine gewisse Awareness, also ein Bewusstsein in der weiten Bevölkerung zu kreieren. Ja, es ist letzten Endes so, dass die Zunahme an Neuerkrankungen dieser Tumorgruppe, an Kopfhalskarzinomen, die durch diese humanen Papillomaviren verursacht werden, sehr stark ist. Ja, also das sehen wir im täglichen Leben in unserer Klinik, in den Sprechstunden, die ich auch persönlich betreue. Und das lässt sich natürlich auch anhand von Daten, also epidemiologisch belegen, dass einfach in den letzten Dekaden, man muss letzten Endes in den letzten 20 Jahren, es eine ganz starke Inzidenzzunahme durch HPV verursachten Krebsarten gekommen ist. Warum? Ja, das Warum, das ist ganz schwierig zu beantworten. Also da die Kausalität, also die Gründe dafür nicht wirklich hundertprozentig geklärt sind, kann man sich immer nur so auf Statistiken berufen. Man weiß es, ehrlicherweise weiß man es nicht so ganz genau. Was man aber sagen kann, ist, dass zum Beispiel die Oropharynxkarzinome, also die Krebsarten im Mundrachenbereich, unabhängig davon, ob die durch HPV verursacht sind oder durch klassische krebsverursachende Noxen, also Substanzen wie zum Beispiel Nikotin oder Alkohol, insgesamt zugenommen haben. Da gibt es eine interessante Studie aus Dänemark, die das erwiesen hat. Aber unter diesen ganzen Mundrachenkarzinomen, also dem Krebs im Mundrachenraum, erfahren vor allem die durch HPV verursachten Krebsarten einen besonderen Zuwachs. Da haben wir in den letzten 20 Jahren Zuwachs ums Dreifache. Oh, okay, das ist wirklich eine Hausnummer. Das ist wirklich sehr viel. Und ursprünglich weiß man, dass HPV Krebs verursachen kann vom Zervixkarzinom, also vom Gebärmutterhalskrebs bei Frauen. Und das war bis vor wenigen Jahren noch so die führende Entität, also die führende Diagnose, die man da stellen konnte. Und das ist aber mittlerweile von diesem Mundrachenkrebs überholt worden. Also wir haben deutlich mehr Krebsarten, die im Mundrachen auftreten, als an Gebärmutterhals zum Beispiel. Ja, interessant und auch etwas zweifelhaft, dass man gar nicht weiß, woher das kommt, wenn das in einer solchen Masse doch ansteigt. Was sind das denn für Patienten, die mit diesem Krankheitsbild dann zu Ihnen kommen? Also kann man das nach Geschlechtern ordnen? Ist das eine bestimmte Altersgruppe? Weiß ich nicht, machen die einen besonderen Beruf oder so? Also gibt es irgendwo in diesem Bereich Anhaltspunkte, wer vielleicht auch besonders gefährdet ist? Ja, das ist schwierig. Wie bei allen Krebsarten nimmt das Risiko, so einer Erkrankung oder an so einer Erkrankung zu leiden, im Alter zu. Früher hat man gedacht, dass die Krebsarten, die durch HPV verursacht werden, etwas früher auftreten. Mittlerweile zeigen aktuelle Studien aber, dass das Alter sich ungefähr die Waage hält zwischen denen, die durch HPV verursacht sind und den Krebsarten, die nicht durch HPV, also durch die klassischen Noxen wie Nikotin und Alkohol verursacht sind. Also man geht davon aus, dass so ab 50 das Risiko sehr stark ansteigt. Wir haben so einen Inzidenzpeak, nennen wir das, also da das Alter, in dem das am häufigsten vorkommt, so bei um die 60. Mhm, Und ja, von der Klientel kann man das nur schwer beschreiben, weil das ist unterschiedlich. Männer und Frauen sind mehr oder weniger gleichermaßen betroffen. Also es sind mittlerweile häufiger die Männer betroffen, das weiß man jetzt auch. Aber wir haben auch häufig Frauen, die wir sehen.
Wir sehen die Patienten aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, aus den unterschiedlichen Bildungsschichten. Ja, genau. Also man kann es schlecht unterscheiden. Okay. Die klassischen Patienten, die mit dem Kopf-Hals-Krebs kommen, waren früher immer die Patienten, die viel geraucht haben und viel Alkohol getrunken haben. Und das ist jetzt aber deutlich abgelöst worden von dieser Klientel, die halt nicht typischerweise mit Nikotin oder Alkohol Abusus betreibt. Das ist sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Ich finde es aber tatsächlich auch ein bisschen beängstigend, wenn man sich überlegt, dass da offensichtlich eine Krebsart so sehr am Verbreiten sich ist in unserer Gesellschaft und wir keine richtigen Anhaltspunkte haben, warum und wie man sich dann eventuell ja auch davor schützen kann. Wie man sich eventuell schützen kann, darauf kommen wir noch. Ich habe das Wort Impfung schon mal angesprochen. Ich würde aber erst kurz gerne wissen, wenn diese Menschen dann bei Ihnen in der Klinik sind, wie kann man denn diesen Krebs behandeln und wie ist die Prognose? Also vom Gebärmutterhalskrebs, den Sie ja schon genannt haben, weiß man ja, glaube ich, je früher man den entdeckt, umso besser kann man ihn behandeln, weil das ein Krebs ist, der eben sehr, sehr langsam wächst aus einer solchen Warzensituation heraus. Wie ist das im Mund-Rachen-Bereich? Ja, das ist sicherlich ähnlich. Also prinzipiell gilt bei allen Krebsarten, je früher man den entdeckt, desto besser ist die Prognose. Das kann man sicherlich so unterschreiben. Das heißt, man sollte, wenn man die Symptome hat, schon rechtzeitig zum Fachmann oder zur Fachfrau gehen und das abklären lassen. Prinzipiell wächst der Krebs, der durch HPV verursacht ist, im Mund-Rachen-Raum auch relativ langsam. Das Gute im Verhältnis oder im Vergleich zum Krebs, der durch klassischerweise Nikotin, Alkohol ausgelöst wird, ist, dass die Prognose deutlich, deutlich besser ist als beim klassischen Kopf-Hals-Karzinom. Das weiß man halt aus Untersuchungen. Die Tumore sprechen viel besser auf eine Bestrahlung an und haben ein weniger aggressives Wachstumsverhalten. Mhm. Und wie sieht dann die Behandlung tatsächlich aus? Also auch relativ klassisch, sage ich mal, Operation, Bestrahlung, Chemotherapie? Ja, das hängt immer vom Stadium ab. Es gibt immer so zwei große Therapiesäulen, wie man Kopf-Hals-Krebs behandelt. Das eine ist entweder eine radikale Operation oder eine radikale Bestrahlung. Da ist momentan sehr viel Bewegung in der Wissenschaft, weil man nicht hundertprozentig weiß, welches die bessere Waffe gegen den Krebs ist. Es ist, wie gesagt, stadienabhängig, wann man welche Therapievariante einsetzt. Oftmals operieren man so klassischerweise oder tradierterweise in Deutschland gerne. Man schneidet den Krebs halt gern raus, so nach dem Motto, was weg ist, ist weg. Und führt dann zusätzlich noch eine Bestrahlung durch. Auch das ist stadienabhängig. Aber in den angloamerikanischen Bereichen ist es gebräuchlicher, auf eine definitive Bestrahlung zurückzugreifen und das halt konservativ zu behandeln, so nennt man das. Ich habe eben schon gesagt, ich finde immer, wenn man sowas hört, wie so eine Krebsart steigt, dann fragt man sich ja automatisch, was kann ich denn machen, um mich zu schützen oder was kann ich vielleicht verhindern, dass es ausbricht oder dass ich davon betroffen bin. Ich habe gesagt, seit 2006 gibt es eben eine Impfung, die ist damals sehr angepriesen worden für Jugendliche, für Kinder, die erst sozusagen sexuell aktiv werden. Aber genau die Impfung, die uns vor diesen Krebsarten, von denen Sie jetzt reden, auch schützen würde und auch zuverlässig schützt? Richtig, davon geht die STIKO aus, also die Ständige Impfkommission. Das ist ja so das Organ in Deutschland, auf das sozusagen Verlass ist, beziehungsweise nach dem wir Schulmediziner uns auch orientieren. Und da gibt es ganz klare Empfehlungen und die besagen halt, dass, also seit 2007 wird es jetzt ständig empfohlen, die Impfung gegen humane Papillomaviren. Das ist bei Jungen und Mädchen mittlerweile im Alter von 9 bis 14. Sollte das durchgeführt werden, beziehungsweise wenn es dort, ich sag mal, impfmüde Eltern und Patienten und Patientinnen gibt, dann sollte man das spätestens bis zum 18. Lebens- oder vor der Vollendung des 18. Lebensjahres nachholen. Mhm. Das ist momentan so der Standard und man weiß, dass halt diese Impfung nicht nur vor dem Gebärmutterhalskrebs schützt, sondern eben auch vor diesem Mund-Rachen-Karzinom. Deswegen empfiehlt man sie ja auch Männern oder Jungs in dem Fall. Jetzt haben Sie gesagt, der Durchschnitt Ihrer Patienten ist eben jetzt so um die 50. Das heißt, die waren da auch schon über das Alter hinaus, als es die Impfung gab. Sind die alle noch umgeimpft und hoffen Sie, dass sozusagen eine Generation, die jetzt geimpft ist, nachkommt, die Krebsart wieder sinkt? Oder in welchem Zusammenhang sehen Sie das? Ja, richtig. Also man kann davon ausgehen, dass wenn jetzt die geimpfte Generation nachwächst und das klassische Alter für das Auftreten von Krebs erreicht, dass es dort deutlich weniger HPV-induzierte, also verursachte Tumoren geben wird. Genauere Zahlen bleiben da noch aus, aber davon kann man ausgehen. Man weiß es jetzt schon von
dem Gebärmutterhalskrebs und von den gutartigen Veränderungen, die durch humane Papillomaviren verursacht werden. Und das Gleiche kann man eigentlich von den Mundhöhlenkarzinomen oder Mundrachenkarzinomen sagen. Jetzt haben wir gerade, Sie haben schon gesagt, also empfohlen wird es gerade offiziell von der STIKO eben Jugendlichen, Heranwachsenden zwischen 9 und 14. Wenn ich jetzt diesen Podcast höre, ich bin erwachsen, ich bin um die 40, ich bin aber irgendwie ungeimpft, habe da noch nichts von gehört oder noch nicht dran gedacht. Macht es auch noch Sinn, sich jetzt impfen zu lassen? Hat das noch genau die gleiche Wirkung? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Da gibt es keine offizielle Empfehlung, ehrlich gesagt. In Amerika, die sind ja klassischerweise etwas progressiver, was neue Therapien und neue Sichtweisen angeht. Die sagen zum Beispiel, bis 26 kann man diese Impfung nachholen, ohne Probleme. Ja, da gibt es sogar von dieser Food and Drug Administration, die FDA, das hat man vielleicht in der Corona-Krise ein bisschen mitgekriegt, was das ist. Da gibt es eine eindeutige Empfehlung und die heißt bis 26. Und so wird das dort auch verfolgt. Und für alle Patienten, die diese 26 halt überschritten haben, heißt es halt, dass man individuell eine Risiko-Nutzen-Abwägung mit dem behandelnden Arzt oder dem beratenden Mediziner durchführen sollte. Ja, das ist natürlich schwierig in Praxis umzusetzen. Es hängt immer von dem ab, wie aufgeklärt der Patient ist und wie stark das Risikoprofil ist und was auch der betreuende Mediziner für eine Meinung von der ganzen Sache hat. Jetzt haben Sie gerade eben schon mal die Corona-Pandemie angesprochen. Da haben wir alle sehr viel über das Impfen und die Risiken und die Vor- und die Nachteile geredet. Gibt es denn Anhaltspunkte, wo man weiß, okay, wenn man sich jetzt mit über 26 impfen lassen würde, entsteht ein neues Risikoprofil? Oder woran liegt das, dass eine Impfung auf so eine relativ kleine Altersgruppe beschränkt bleibt? Ja, das kann ich Ihnen gar nicht so richtig genau beantworten. Da müssten Sie mal die Epidemiologen fragen oder die Virologen. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen. Man kann es halt noch nicht mit Studien belegen, inwieweit da die Wirksamkeit da ist überhaupt. Also, okay, weil wir die Impfung einfach noch zu kurz haben, letztendlich. Genau, die ist einfach zu kurz da und man kann es nicht abschätzen, inwieweit das noch bei älteren Patienten wirklich wirksam ist. Ich kenne aber viele Kolleginnen und Kollegen, die sich vorsorglich aber haben impfen lassen, auch obwohl sie diese Altersgrenze überschritten haben. Okay, dann kehren wir mal zu dem zurück, was mehr Ihr alltägliches Tun ist. Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, Ihnen ist es ein Anliegen, darüber einfach mal aufzuklären, weil Sie das Gefühl haben, dass eben viele das einfach nicht wissen, dann auch Symptome zu spät deuten oder sich nicht richtig schützen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Impfen ist ganz, ganz wichtig, aber im Moment nur für eine bestimmte Altersgruppe möglich und empfohlen. Was kann ich denn noch machen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zu der sexuellen Aktivität zurückgehen, schützen Kondome zum Beispiel vor der Übertragung oder was gibt es noch für Möglichkeiten, sich vor der Ansteckung zu schützen? Genau, das ist eigentlich schon genau richtig gesagt. Also der Nutzen von Kondomen ist belegt. Der ist nicht hundertprozentig, natürlich nicht, weil ja die humanen Papillomaviren auch auf andere Wege übertragen werden können. Letzten Endes gibt es ein Risikoprofil, was epidemiologisch, also durch Studien, belegt wurde. Und das ist häufiger wechselnde Sexualpartner und Oralverkehr. Und das sind halt Sachen, die man in gewisser Weise auch selbst in der Hand hat, das entweder zu reduzieren oder sich entsprechend zu schützen. Und solange man das beherzigt, fährt man da letzten Endes gut mit. Zumindest was humane Papillomavirenübertragungen anbetrifft. Und wie gesagt, auch wenn wir die Gründe jetzt noch nicht kennen, es gibt aber die Hoffnung, dass insgesamt durch die Impfung auch die Inzidenz wieder abnehmen wird in Zukunft. Richtig. Ihr lieber Böttcher, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein bisschen wachgerüttelt und auch vielleicht die noch in der Altersgruppe sind oder Kinder in der Altersgruppe haben, nochmal zum Nachdenken gebracht, wie sinnvoll eine solche Impfung eben sein könnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Zuhören und Interesse. Ich freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören, dann zu einem ganz anderen Thema, aber sicherlich genauso spannend. Bis dahin, Ihnen alles Gute und tschüss.